Ja, bitteschön. Herr Martin? Nee. Frau Hautschneider, ja? Entschuldigung. Ja, genau. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, wir sind wieder mit irgend so einem tollen Trading-Büro verbunden, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Ja, gut. Guten Tag, mein Name ist Luis Keller und ich rufe von Endurian Market. Das ist eine internationale Investmentgesellschaft und ich sehe, sie haben vor kurzem mit dem Software-System Bitcoin Profit Way angemeldet. Ist das richtig? Keine Ahnung. Sehen Sie, ich rufe von dem Handelsplattform, von dem internationalen Investmentgesellschaft. Das heißt, Sie haben jetzt Möglichkeit, Handel kaufen und verkaufen Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager und meine Arbeit Ihnen helfen, Ihnen erzählen, wie unsere Plattform funktioniert. Ja? Sie haben jetzt eine gute Möglichkeit, ein passives Einkommen machen. Das heißt, 25-40% auf Ihre Investition bekommen. Aha. Ja, zum Beispiel, Sie investieren 1.000 Euro, bekommen nach einem Monat 250 bis 400 Euro. Auf unserem System, auf unserer Plattform handeln Sie nicht selbst. Sie handeln mit Hilfe unserer Finanzexperten. Das heißt, Sie haben jetzt Möglichkeit, Geld verdienen, wie habe ich schon gesagt, und mit dem Finanzmarkt vertraut zu machen. Weil unsere Finanzexperte erzählt Ihnen alles, was passiert auf Ihrem Konto. Warum der Preis einiger Währung steigt, warum der Preis einiger Währung fiel, warum Sie bekommen einige Gewinne auf Ihrem Konto und so weiter und so weiter und so weiter. Und auch wir haben automatisches System. Unser automatisches System arbeitet auf dem System Stop-Loss. Ja. Aber das ist ein Stop-Loss. Das heißt, Sie automatisch eröffnen Geschäft auf Ihrem Konto, automatisch schließen Geschäft auf Ihrem Konto und arbeitet auch mit dem technischen und fundamentalen Analyse. Jetzt, ich kann Ihnen erklären, was bedeutet das technische Analyse. Natürlich, wir sind den Leute, wir sind den Menschen, die kann nicht sehen in der Zukunft. Das ist unmöglich in Zukunft sehen. Sie verstehen das. Nicht möglich in der Zukunft sehen. Wir nicht können wissen, kann der Preis einer Gewährung steigt nach einem Monat oder nicht. Ja, ich möchte Ihnen schlechte Information geben. Ich sage Ihnen nur, was passiert und was möglich. Sehen Sie, technische Analyse. Wir können sehen in der Zukunft, aber nicht einen Monat. Zum Beispiel nach 2-3 Stunden. Wir analysieren den Grafik einige Kryptowährung zum Beispiel Bitcoin, und wir sehen an dem Grafik, kann der Preis dieser Währung nach 2 oder 3 Stunden steigen oder nein. Wenn nein, wir nicht öffnen diese Position auf Ihrem Konto. Wenn ja, wir eröffnen diese Position auf Ihrem Konto, warten 2-3 Stunden und verkaufen diese Position. Das heißt, auf Ihrem Konto wir eröffnen und schließen so oft Geschäfte. Und auf diesem Grund, Sie bekommen einige Gewinn. Jeden Tag. Ja, das ist nicht so große Geld. Wenn Sie beginnen mit dem Anfängersumme, 250 Euro, das ist 3-5 Euro für eine Geschäfte. Aber das ist 3-5 Euro jeden Tag. Jeden Tag. Das heißt, einige passive Einkommen. Auch unsere Finanzexperten arbeiten persönlich mit Ihnen. Ja, das heißt, wir suchen für Ihnen bessere Handelsstrategie. Bessere Handelsstrategie. Wir suchen für Ihnen. Sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht für mich einige Fragen? Oder nein? Ich weiß ja gar nicht, was Sie da jetzt so genau von mir möchten. Wie bitte? Keine Ahnung. Sehen Sie, vielleicht ich kann Ihnen erzählen, wie Sie können Ihre Geld abheben, Ihre Gewinn abheben. Ja? Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können Ihre Geld abheben auf Ihrem Online-Banking, auf Ihrem Bankkonto, das ist Banküberweisung, Kaffee überweisen. Ihre Geld auf Ihre persönliche Bankkonto, oder Sie können benutzen einige Kryptowallet. Eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit dem Kryptowährungen, weil der Kryptomarkt sehr volatil ist. Das heißt, der Preis so oft steigt und so oft fiel. Ja, und eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit dem Kryptowährungen und benutzen einige Kryptowallet. Sie haben Möglichkeit, Ihre Geld abheben auf Ihre persönliche Kryptowallet. Und dann, für diese Kryptowallet, Sie können schicken diese Geld, überweisen diese Geld, Ihre Gewinn auf Ihrem Kreditkarte, auf andere Bankkonto und so weiter und so weiter. Was möchte ich Ihnen auch sagen? Vielleicht das ist alles. Vielleicht haben Sie für mich einige Fragen. Na, was muss man denn da machen? Sehen Sie, jetzt möchte ich mit Ihnen sprechen, mit welchem Summe möchten Sie beginnen?
Sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits Erfahrung im dem Handel, auf dem Finanzmarkt? Nee. Keine Erfahrung. Nicht schlimm, alles passiert zuerst. Wir haben 40% Kunden, die keine Erfahrung haben. Und zu meiner Meinung, das ist die bessere, beginnen mit minimaler technischer Summe, ja. Weil unsere minimale technische Summe, das sind 250 Euro. Sie beginnen mit diesem Summe. Sie bekommen einen Bonus, das ist 50% auf Ihre Investition, weil erste Investition auf unserer Plattform, Sie bekommen einen Bonus, das sind 50%. Das heißt, Sie beginnen mit 250, bekommen als Bonus 125 Euro und zusammen, Sie haben auf Ihrem Konto 375 Euro. Wir geben unserem Kunden diesen Bonus und Kaufkraft Ihres Kontos zu erhöhen. Bonus man kann nicht abheben. Ja, das ist sehr wichtig. Bonus kann man nicht abheben. Wir benutzen diese Bonus, um Kaufkraft Ihres Kontos zu erhöhen. Weil wenn Sie mehr verdienen, verdienen wir auch. Ja, weil unsere Gehalt, meine Gehalt meiner Kollegen und so weiter, das sind, und alle unsere Unternehmen, das sind 6-10% Gewinn aller Kunden auf unserer Plattform. Ja, das heißt, wir nicht geben diese Provision auf Ihrem Investition, wir geben nur auf Ihrem Gewinn. Das heißt, wenn Sie mehr verdienen, verdienen wir auch. Ja? Für meine Meinung, diese bessere beginnen mit dem 250 Euro, bekommen einige Bonus 50% und dann beginnen Sie Handel. Sie, wenn Sie können heute das machen, Sie können heute Abend mit unseren Finanzexperten sprechen. Ja. Und arbeiten mit unserem Finanzexperten und automatischem System. Sagen Sie mir bitte, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ich möchte für Ihnen bessere Zahlungszwecke suchen. Was ist das? Kreditkarte. Benutzen Sie Kreditkarte? Nee. Keine Kreditkarte. Sie haben Online-Banking auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Handy? Nee. Online-Banking? Nein. Vielleicht... Haben Sie Bankkonto, ja? Ja. Sie haben Bankkonto. In diesem Fall, wir können Banküberweisung machen, ja? Aber ich brauche einige Daten für Ihnen, dann ich suche für Ihnen bessere Daten, ja, persönliche Daten für Ihnen und dann wir können diese Banküberweisung machen. Mhm. In Ordnung, oder vielleicht Sie haben für mich einige Fragen. Ich möchte das hören. Wenn Sie haben, ich möchte antworten auf diese Fragen, ja? Das ist sehr wichtig. Ja, und wie viel verdient man da? Wie bitte? Wie viel verdient man denn da? Wie habe ich schon gesagt, 25-40%. Ja, weil wir arbeiten mit dem technischen Analyse. Wir eröffnen und schließen Geschäfte auf Ihrem Konto so oft. Das sind 3-5 Euro für eine Geschäfte, aber diese 3-5 Euro, Sie begeben so oft. Das heißt, wenn Sie beginnen mit dem 375 Euro, ja, weil ich zusammen Ihre Investition und zusammen unsere Bonus, Sie haben auf Ihrem Konto 375 Euro, Sie haben Möglichkeit bekommen 70-150 Euro pro Monat. Ja. Nach erstem Monat. Dann Ihre Gewinn mehr und so weiter. Und wie viel ist das in Euro? Wie bitte? Und wie viel ist das in Euro? In Euro, ich habe schon gesagt, das sind in Euro. Nein, Sie haben ja bloß Prozent gesagt. In Prozent 25-40%. Ja, in Euro, wenn Sie beginnen mit 375 Euro, Sie bekommen auf Ihrem Konto 75-150 Euro. Ja. Pro Monat. Das ist erste Monat, ja, verstehen Sie das? Das ist erste Monat. Dann, wenn Sie nicht können Ihre Geld abheben, wir reinvestieren, das heißt, reinvestieren. Das heißt, Sie nicht abheben und dann mit diesem Geldbetrag, den Sie haben auf Ihrem Konto, Sie beginnen Handel. Und im zweiten Monat, Sie haben mehrere Gewinn. Verstehen Sie das? Ja, und wie funktioniert das denn? Also, was passiert denn danach? Ich habe schon gesagt, sehen Sie, Sie beginnen handeln, Sie investieren. Dann, wenn wir bekommen dieses Geld auf unsere, ich muss bekommen eine Nachricht von unserer Finanzabteilung, ich bekomme diese Nachricht, ich sage, ja,
Sie haben schon investiert, Sie haben einen Geldbetrag auf Ihrem Konto, dann Sie bekommen einige Anrufe von unseren Finanzexperten. Wir arbeiten jetzt nur mit neuen Investoren. Wir arbeiten nur mit dem Handy, mit dem Telefonnummer und E-Mail. Sie können mit unseren Finanzexperten Telefon und E-Mail kontaktieren. Dann, wenn Sie arbeiten mit Ihnen zum Beispiel ein Jahr, wir können auch verschiedene Treffen machen, verschiedene soziale Netzwerke wir können benutzen, ja. Für unsere neuen Investoren, wir arbeiten nur mit dem Handy und dem E-Mail. Was möchte ich Ihnen auch sagen? Wie das funktioniert, Sie bekommen einige Anrufe von unseren Finanzexperten und Sie müssen mit unseren Finanzexperten einige finanzielle Ziele setzen. Einige finanzielle Ziele. Und dann, zum Beispiel, das ist neue Auto kaufen oder ein passives Einkommen machen, wie ich habe schon gesagt, dann Sie mit Hilfe unserer Finanzexperten suchen bessere Handelsstrategie. Ja, zum Beispiel, Sie nicht möchten mit dem Krypto handeln. Gut, unsere Finanzexperten suchen Ihnen bessere Möglichkeiten, zum Beispiel Öl. Denn Sie handeln mit dem Öl. Sie nicht möchten mit dem Öl handeln. Gut, Sie haben Möglichkeit mit dem Aktienhandel. Weil, wie ich habe schon gesagt, auf unserer Plattform gibt es alle Vermögenswerte im Finanzmarkt. Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Kryptowährungen und so weiter und so weiter. Ja. Auch Währungen, Euro, tschechische Kronen und so weiter. Ja. Und wie lange dauert es? Wie wollen Sie? Bis man da gewinnt. Zum Beispiel Ihre finanzielle Ziel, das sind 1000 Euro. Unser Finanzexpert geht für diesen finanziellen Ziel und suchen für Ihnen bessere Handelsstrategie, dass Sie diese 1000 Euro verdienen. Ja. Natürlich, ich kann nicht Ihnen sagen, dass Sie können nach Ende dieses Monats 1000 Euro verdienen. Ja, ich kann nicht das sagen, wie ich habe schon Ihnen gesagt, ich nicht sehe in die Zukunft. Tja, toll. Dafür, dass er wohl nicht in die Zukunft gucken kann, erzählt er uns ja aber eine ganze Menge Bullshit. Also, wenn man bei einer seriösen Trading-Firma anfangen möchte, beginnt das Ganze schon mal erstmal damit, dass man nicht einfach ungefragt irgendwie telefonisch kontaktiert wird. Das ist hier schon ja der Beginn des Beweises für den ganzen Blödsinn hier. Aber auch schon, was er hier so alles so von sich gibt. Er erzählt hier mal wieder richtig schön viel. Und naja, auch wenn er nun einen sehr starken Akzent hat, kann er ja doch flüssig Deutsch. Und genau solche Leute sind aber denn tatsächlich auch auf dem ja, schwarzen, dunklen Markt das Problem, wenn die jetzt die Leute anrufen. Denn auf so einen kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere hier eher darauf hereinfallen wird. Tja, warum das so ist, ja, weiß ich auch nicht. Das Problem ist, man steckt halt nicht in der Situation. Es kann natürlich sein, dass man sich halt gerade angemeldet hat und dann klingelt halt direkt das Telefon und dann habt ihr so jemanden an der Leitung, der euch von vorne bis hinten volllabert. Und da kann es dann natürlich schon mal sein, dass der eine oder andere hier aus Versehen in die falsche Firma gesetzt hat. Natürlich sollte man grundsätzlich darüber nachdenken, was man da eigentlich so gesagt bekommt. Aber wenn man von der ganzen Materie überhaupt gar keine Ahnung hat und als blutiger Neuanfänger mit diesem ganzen Thema überhaupt anfängt, woher soll man diese Informationen halt eben auch wirklich haben? Weiß halt keiner. Woher? Man kann ja nicht hell sehen. Und wenn man dann solche Leute an der Leitung hat, tja, dann ist halt der Kohle weg. Aber Sie bekommen diese Garantie 25-40%. Ja, weil das ist die erste Regel an dem Finanzmarkt. An dem Finanzmarkt gibt es zwei Möglichkeiten Handel. Das sind Basic-Handelweise und Handel mit dem CFD, Contract for Difference oder Investitionsprojekten. Ja. Und Investitionsprojekten, das sind selbst eine Vereinbarung zwischen Ihnen als Investor und dem globalen Finanzmarkt. Und an diesen Projekten gibt es eine Garantie, Gewinn, eine Versicherung und diese Projekte nicht so lange dauern. Und was kostet das die Versicherung? Wie bitte? Und was kostet die Versicherung? Versicherung kostet, das ist, diese Versicherung gibt in diesem Projekt, aber das muss Ihnen erzählen, alles unsere Finanzexperten. Meine Arbeit Ihnen erzählen, wie das funktioniert, ja, und dann unsere Finanzexperten erzählt Ihnen über diese Handelweise und so weiter, weil ich habe einige Erfahrung auf dem Handel und ich kann Ihnen das erzählen, ja. Und einige Leute hat keine Erfahrung und ich kann auf diesem Basic Handelweise auf dem mit den Investitionsprojekten erzählen. Ich habe einige Erfahrung auf dem Handel mit dem Öl und mit dem Krypto natürlich und ich kann Ihnen sagen, das ist sehr gute Welle auf Ihrem Leben, weil Krypto nur steigt.
zum Beispiel vor kurzem gibt, alle Kryptowährungen, erste Kryptowährungen auf dem Welt ist Bitcoin. Das ist die Hauptkryptowährung. Hauptkryptowährung. Alle Kryptowährungen heißt Altcoins. Zum Beispiel XRP, ADA und so weiter. Die mehr kostete, nicht mehr kostete, Kryptowährungen. Und vor kurzem, der Preis aller Krypto im Welt steigt, Bitcoin steigt, Entschuldigung, ich kann jetzt Ihnen sagen, Bitcoin steigt 25% nach einem Monat und steigen jeden Tag. Also gerade eben hat er uns noch erklärt, dass er nicht in die Zukunft gucken kann. Aber woher weiß er denn jetzt, bitteschön, dass der Bitcoin jetzt um 25% in Zukunft steigen wird? Also ist alles widersprüchlich. Und dann schon alleine diese Garantie, die hier wieder geboten wird, dass man 100% sein Geld zurückbekommt und man versichert das alles und das sei alles garantiert. Ja, aber wie will man das dann garantieren, wenn man nicht in die Zukunft gucken kann? Es ist und bleibt einfach nur absoluter Blödsinn, was die davon sich geben. Aber das Schlimme ist, Menschen glauben das, wenn die sowas hören. Man kann auf dem Finanzmarkt absolut keine Sicherheiten oder Garantien geben. Weil wie soll das auch funktionieren? Erstmal arbeiten wir jetzt hier bei dem nur auf dem kopierten Handelsmarkt, also nicht an der echten Börse, sondern nur bei einem legalen Abbild. Also theoretisch von einem legalen Abbild. Diese Firma hier arbeitet sicherlich nicht legal und ist auch garantiert nicht lizenziert. Aber so funktioniert nun mal der Markt, wenn man hier bei solchen Firmen eben handeln möchte. Man setzt auf einen kopierten Markt auf steigende und fallende Kurse. Und man kann mit steigenden Kursen, wenn man richtig gesetzt hat, oder mit fallenden Kursen, wenn man richtig gesetzt hat, Geld rausholen. Natürlich kann man auch den Bitcoin als Coin kaufen. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier bei dieser Firma geht, aber man kann den Coin als solches halt eben kaufen und dann eben warten, bis der Wert steigt und diesen dann wieder tauschen in Euro, damit man dann ja, die Differenz als Gewinn eben verstreichen kann. Aber das, was hier bei so einer Firma passiert ist, wenn ihr euer Geld überwiesen habt, dann ist es weg. Dann kauft sich irgendjemand davon einen schönen Porsche, aber ihr werdet das Geld auf jeden Fall nicht wiedersehen. Eine Garantie, dass man 100% das Eingezahlte wieder rausbekommt, ist nichts anderes als eine Lüge. Denn diese Garantie gibt es schlichtweg nicht. Man kann euch solche Garantien halt auch einfach nicht geben. Ja, aber hier machen sie es halt noch einfacher. Die erzählen euch irgendeinen Scheiß und machen sich dann komplett aus dem Staub und melden sich bei euch garantiert nie wieder. Haben Sie auch einige Fragen? Ja, ich überlege gerade, was man da so noch alles fragen kann. Wie ist denn Ihre Rückruftelefonnummer? Ich kann jetzt Ihnen eine E-Mail senden und wir können mit dem E-Mail Verbindung setzen. Ich schicke jetzt Ihnen eine E-Mail. Mir reicht ja eine Telefonnummer, eine Rückruftelefonnummer, wie ich Sie zurückrufen kann. Gut, ich sagte jetzt das Ihnen. Kurz, Moment bitte. Ich kann Ihnen auf dem E-Mail schreiben, diese, meine E-Mail auch und diese Telefonnummer. Gut, Sie bekommen jetzt eine E-Mail von Louis Keller, dort schreibe ich diese Telefonnummer. Das ist ein bisschen. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Trading? Ich habe 7 Jahre Erfahrung. Ich handle 4 Jahre. Erste 4 Jahre, ich handle nur mit Aktien und mit dem Öl. Ja, und dann 3 Jahre, letzte 3 Jahre, ich handle nur mit dem Kryptowährung. Nur mit dem Kryptowährung. Ja, und welche Arten von Finanzinstrumente können Sie mir denn anbieten? Wie habe ich schon gesagt, wir haben. Unsere Finanzexperten und unser automatisches System. Ja, und Sie können arbeiten mit unserem automatischen System und unsere Finanzexperten. Unser Finanzexperte kann Ihnen erzählen über technische Analyse und fundamentale Analyse und so weiter. Und welche Kosten und Gebühren sind mit den Trades denn verbunden? Das setzt, auf welchem Börse wir dem kaufen diese Positionen, ja. Wir arbeiten mit dem großen Zahl von dem Börse auf der Welt. Und diese Person, das ist nicht so groß, dieses Fob, das sind 1 bis 2 Euro. Also das kostet... Jeder Geschäfte auf Ihrem Konto. Ja, und welche Plattformen und Tools bieten Sie an? Ich habe schon gesagt, das sind Enjoying Markets.
Das ist Internationale Investmentgesellschaft und ich rufe von diesem Unternehmen, Enduring Markets. Dann buchstabieren Sie mal bitte. Ich kann Ihnen auf dem E-Mail senden. Ich habe Sie ja jetzt am Telefon, brauche ich ja nicht auf meine E-Mail gucken. Sagen Sie mir mal die, sagen Sie mir mal die Domain. Enduring. Müssen Sie mal buchstabieren. Ja, kurz, Moment. E, N, D. E, wie Emil. E, wie Emil. N. N, wie Nordpol. Also zwei E und zwei N, ja? Nein, eine. So, N, aber Sie haben zweimal gesagt. D, wie Dora. Ja. U, wie Ursula. Ja. Wie Urlich. Ja. R, wie Richard. Ja. I, wie Ida. Ja. N, wie Nordpol. Ja. I, und G, wie Gustav. Ja. Minus. Ja. Markets. .com. Market mit S, ja? Ja, richtig. Guck ich mal. Lädt ganz schön lange. Ja, klicke bitte auf den Taste Enduring Market minus Enduring minus Market. Jetzt ist hier was, ja, so ein blaues Ding. Ja, und welche Arten von Anlageberatung bieten Sie an? Wie ich habe schon gesagt, eine große Zahl von unseren Investoren handeln mit dem Kryptowährungen, weil der Kryptomarkt sehr volatil ist. Der Preis so oft steigt und so oft viel. Ja, und wie ich habe schon gesagt, mit dem technischen Analyse, wir können so oft eröffnen diese Geschäfte auf Ihrem Konto und Sie können mehr Gewinn haben auf Ihrem Konto. Ja, für meine Meinung, bessere ist dem Kryptowährungen. Bessere Kryptowährung heute auf dem Markt, nur für meine Meinung, ich habe auf meine Kryptowallet, auf meine Konto diese Positionen, das sind XRP oder Ripple. Ja, diese Position hat jetzt einige Verklag, einige Prozess mit dem SEC. SEC, das ist eine amerikanische Weltwirtschaftspapier, ja, und sie haben jetzt einige Prozess. Und wenn Ripple Labs, die Company, die hat diese Kryptowährung, kann, wenn die Ripple Labs diese Prozess gewinnt, der Preis von dieser Währung kann steigen um 300%. Das heißt, heute der Preis von Ripple, das sind 0,45 Euro, ja, und nach diesem Prozess, der Preis, das sagt alle großen Investoren auf der Welt, kann steigen um 300%. Das heißt, der Preis von Ripple kann steigen um 1,5%. Also mal davon abgesehen, dass jetzt hier viel Scheiße dabei ist, was er so erzählt, es ist aber auch Wahres dabei. Also es ist auch Wahres dabei im Sinne von, wie der Handelsmarkt zum Teil zumindest wirklich funktioniert. Und zwar kann er nicht so wirklich auf die Fragen antworten, wie ich sie ihm stelle, zumindest sind die Antworten ziemlich komisch. Aber, naja, es ist auf jeden Fall schon verblüffender, als was man hier sonst so die meiste Zeit über auf dem Kanal hört. Der gibt sich hier tatsächlich sogar mal Mühe, uns zu bescheißen. Und man könnte das Ganze, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es Betrug ist, das Ganze hier tatsächlich auch eine Beratung nennen. Ja, und das macht es dann tatsächlich auch so gefährlich. Und hier bei solchen Leuten kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da tatsächlich aus Versehen sein Geld einzahlen wird. Weil zumindest klingt das schon mal nicht ganz ahnungslos, wie die, die wir hier sonst auf dem Kanal zu hören bekommen. Ja. Und 1,5 Euro. Wie ist Ihre Risiko- und Money-Management-Strategie? Das muss Sie mit unseren Finanzexperten sprechen. Wenn Sie möchten, meine, ich kann Ihnen nicht sagen, ich nur kaufe und verkaufe, ja. Mit dem technischen Analyse und mit Hilfe unserer automatischen System. Das Sie können auf unsere Finanzexperten fragen und mit unseren Finanzexperten, diese, Risikomanagement, gesprochen, Entschuldigung, ich spreche Deutsch nicht so gut, ich arbeite mit dem Deutschen Region nur erste Jahre und das ist für mich ein bisschen kompliziert, aber ich verstehe alles, was Sie sagen für mich. Ja, also da hat er tatsächlich recht. Es gibt hier Betrüger, die viel, viel schlimmer Deutsch sprechen und dem Anschein nach ja viel länger schon als er. Wenn das hier stimmt, dass der gerade mal ein Jahr an Deutsch rumbastelt, dann klingt das ja tatsächlich sogar schon gut. Muss man ja auch mal sagen. Also ohne, dass ich jetzt hier die Betrüger loben will. Aber naja, ich will halt damit aufmerksam machen, dass solche Leute halt dadurch eben auch letztendlich einfach am ja besonders gefährlichsten sind. Also Fragen und so weiter. Und wie
Und wie schnell kann ich dann auf mein Konto zugreifen, wenn ich Geld einzahle oder abheben möchte? Sie können auf unserer Plattform das machen. Ja, und Sie können auf unserer Plattform. Wie bitte? Wie schnell geht das dann? Bitte noch einmal, sehr schlechte Frage. Na, wenn ich jetzt Geld einzahle, wie lange dauert es, bis ich dann da handeln kann? Sehen Sie, Sie haben schon mir gesagt, dass Sie haben keine Visa und Mastercard, ja, und keine Kreditkarte und Sie haben keine Online-Banking. Sie können auf Ihren Bank gehen und dort Sie können diese Transaktion machen. Oder vielleicht, ich höre, dass Sie stellen für mich einige gute Frage oder vielleicht Sie haben einige Erfahrung und Sie hat einige Crypto-Wallet oder vielleicht einige Account auf dem anderen Kryptowährungszahlungssystem, zum Beispiel Binance oder Crypto.com. Wenn Sie haben diese Account, wir können mit dem Kryptowährung in diese Transaktion machen, wenn Sie haben einige Erfahrung. Nö, ich habe da keine Erfahrung. Wie lange dauert denn die Auszahlung? Die Auszahlung, zum Beispiel, wenn Sie möchten auf Ihrem Bankkonto überweisen, das ist internationale Überweisung, das ist SEPA. Ja, und das dauert bis 3 Arbeitstage. Ja, auch Überweisung und auch Ihre Abhebung. Dauert bis 3 Arbeitstage. Ja. Und Wie bitte? Wie erreiche ich Sie denn, wenn ich Fragen habe? Also so im Nachhinein. Bitte noch einmal? Naja, wenn ich mal Fragen in der Zukunft habe, wie erreiche ich Sie denn da am besten? Wir können einige Banküberweisungen machen und ich kann Ihnen helfen, das machen. Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Welche Frage? Nie hören Sie gut. Na, wie kann ich Sie am besten erreichen, wenn ich mal später eine Frage habe? Gut, in diesem Fall, ich kann mit Ihnen später noch einmal sprechen, ja? Nee, die Frage war, wie ich Sie erreichen kann, wenn ich später mal eine Frage habe und Sie nicht mehr am Telefon sind. Tja, nun macht er aber sein schlechtes oder sein gutes Deutsch dann doch auf einmal viel, viel schlechter. Also gerade hat er noch gemeint, er versteht alles, was wir sagen. Und es hat ja auch so halbwegs wenigstens mal funktioniert. Also zumindest besser als bei den vielen meisten anderen Betrügern. Aber jetzt wird's komisch. Wir haben Möglichkeit, mit dem E-Mail Verbindung zu setzen. Also haben Sie gar keine Telefonnummer? Ich schicke dir jetzt auf Ihre E-Mail-Adresse, aber Sie haben schon mir gesagt, dass Sie nicht können jetzt Ihre E-Mail öffnen. Und in diesem Fall, wir müssen ein bisschen warten, wenn Sie diese E-Mail... Nur Sie können mir ja die Telefonnummer einfach sagen, dann schreibe ich mir die auf. Gut, in diesem Fall schreiben bitte diese Telefonnummer. Ja. Das ist englische Telefonnummer, weil wir haben zwei Hauptoffice in dem London und mit dem Singapur. In dem London, wir arbeiten mit dem deutschen Region, in dem Singapur, wir arbeiten mit... In der London, wir arbeiten mit dem europäischen Region, Entschuldigung, in dem Singapur, wir arbeiten mit dem asiatischen Region. Nummer 4. Also 4. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3. 8-5. 8-5. 8-7. 8-7. 1-8. 1-8. Okay, dann speichere ich mir gleich mal in mein Telefon, weil dann kann ich Sie ja auch mal zurückrufen, wenn dann mal irgendwas Wichtiges sein sollte. So, die 13, 8, 5, 8, 7, 1, 8. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Gibt's nicht, Ihre Telefonnummer. Vielleicht das ist eine Gefälle. Nee, also so wie Sie haben mir die gesagt... Haben Sie alles geschrieben, wie habe ich schon Ihnen gesagt? Also die 4-4... Überprüfen bitte noch einmal. 3... Kurz Moment, drei, noch einmal, bitte, drei, noch einmal, Entschuldigung. 8, 5, noch einmal. 8, können Sie 5, noch 5, einmal? 1, 8. So, dann wählen wir mal. Die gewählte Rufnummer ist ungültig. Gibt's nicht, die Telefonnummer. Überprüfen bitte noch einmal und langsam bitte. Noch einmal. Also die 4-4, 1-3, 1-3, dann die 8-5, 8-7, 1-8. 6-7, 1-8. Das haben Sie ja nicht gesagt. Also 6, also die 5-8,
und dann die 67. Ja, richtig. Aha, dann machen wir das nochmal. So, dann Moment. Bitte wählte Rufnummer. So, dann die 00441385868718. So, dann gucken wir mal. Diese gewählte Rufnummer ist ungültig. Ist immer noch ungültig. Vielleicht, das ist, ich muss mit unserem technischen Abteilung verbinden setzen. Vielleicht gibt es einige Probleme. Geben wir bitte kurz Moment. Kurz Moment bitte. Ich muss jetzt mit dem Verbindung setzen. Tja, und wie sollte man es anders erwarten, hat der nette Mitarbeiter jetzt hier an dieser Stelle einfach das Gespräch beendet und aufgelegt. Bei so einer einfachen Geschichte wie die Telefonnummer funktioniert nicht, die er mir die ganze Zeit durchbuchstabiert. Schön, dass sie sich irgendeine Telefonnummer ausdenken, aber sobald man die Telefonnummer überprüft, hat sich das Ganze schon erledigt. Tja, also offensichtlicher kann man den Betrug eigentlich nicht machen. Selbst für den hier, der sich ja nun doch schon etwas mehr Mühe gegeben hat, als die meisten anderen Betrüger, die wir hier auf dem Kanal erleben. Schon Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal online haben. Wer mag, kann natürlich auch gerne den Kanal kostenpflichtig als Kanalmitglied unterstützen. Den Button findet ihr direkt unter dem Video. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.